Crisis! Vielen Dank! Sehr aufmerksam, meine Damen und Herren. Sehr freundlich. Noch sind wir seuchenfrei hier im Team. Also zumindest keine Maul- und Klauenseuche und kein BSE. Es gibt eine neue Warnung. Unsere nordrhein-westfälische Umweltministerin, Frau Bärbel-Höhn, bittet darum, momentan nicht nach Frankreich zu reisen. Bitte drehen Sie wieder um, falls Sie uns auf der Autobahn hören. Und bleiben Sie an der Grenze stehen und nicht nach Frankreich. Ich kann jetzt sagen, ich fahre auch in diesem Jahr nach Frankreich. Bau! Mir egal! Ja, ich war schon immer ein aufsässiger Revoluzzer. Moment. Maul- und Klauenseuche. Maul- und Klauen... Moment, nein! Get it! Monsieur Antoine, absolut, wurde heute Morgen noch einmal desinfiziert von zwei 17-jährigen Krankenpflegerinnen. Absolut, das ist... Es gibt vielleicht einen Grund, ein bisschen nachdenken, aber keine Panik mit unseren Nachbarn in Frankreich. Aber Sie wissen das, es ist jetzt in Frankreich also mit dem Fleisch und so ein bisschen problematisch geworden. Ich habe gedacht, ich zeige Solidarität, ich schicke unseren französischen Freunden ein Care-Baguette. Mein Anzug zieht Fäden. Andere Moderatoren beim Sprechen. Speichelfäden. Ja, Maul- und Klauenseuche bald weltweit? Ist das die Frage? Müssen wir da Angst haben? Und wann gibt es das große Rockkonzert mit Sting? Mit Michael Jackson? Das wäre ja wieder mal eine schöne Gelegenheit, auch national, auch regional hier in Köln für Bands, die schon lange kein Publikum mehr gesehen haben oder keine Platte verkauft, sich zu engagieren. Rock gegen MKS, Maul- und Klauenseuche. Ich glaube, es ist jetzt eine Zeit, dass wir was tun. Ja. Ja, wie war das? Schuh 10 auseinander. Das geht ja bei MKS gar nicht mehr. Meine Gäste heute Abend sind sorgenfrei, denn sie ernähren sich zum Teil flüssig und zum Teil sind sie einfach so fröhlich, dass ihnen nichts etwas anhaben kann, weil sie, lassen Sie mich das rätselhaft andeuten, auf den Schwingen Amors reisen. Mein erster Gast ist einer jener attraktiven jungen Männer, die vor allem die Älteren unter Ihnen, meine Damen, regelmäßig um den Verstand bringen. Er moderiert demnächst die Jubiläumssendung 30 Jahre mit der Maus. Heute Abend wieder mal bei uns ein wirklich guter Freund und immer ein großer Gewinn unserer Sendung, Ralf Kaspers. Mein zweiter Gast ist eine jener attraktiven Damen aus dem News-Sektor, die es uns oft so schwer macht, uns auf die eigentliche Nachricht zu konzentrieren, weil wir durch ihr persönliches Outfit abgelenkt sind. Sie moderiert außerdem das Nachrichtenmagazin Focus TV. Heute Abend, und ich freue mich besonders, zum ersten Mal bei uns Christiane Gerbot. Sie alle haben doch auch schon gehört, ja, bei Handy sollen die Strahlen angeblich gefährlich sein. Hieß es doch mal. Jetzt eine positive Nachricht. Telefonieren mit dem Handy macht schlau. Ja, hat man jetzt herausgefunden. Und zwar diese Strahlen, von denen man vor 4 Wochen sagte, es gibt sie gar nicht. Ja, von denen hat man jetzt herausgefunden, sie machen schlau. Ja, tolle Sache. Sie regen die Gehirntätigkeit an. Wenn das wirklich stimmt, dass Handybenutzung schlau macht, dann dauert es nicht mehr lang. Und aus Köln-Mülheim kommt der erste Nobelpreisträger. Immer. Schub dich gleich zurück. Ja.
Wir gratulieren zum stolzen Jubiläum 55 Jahre Espressomaschine. Das ist mal ein Jubiläum. Haben Sie mal gehört, wenn sich Männer Mitte 50 über die richtige Espressomaschine unterhalten? Ist auch deprimierend. Die ist jetzt gut, die habe ich aus Italien selber mitgebracht. Das hast du also hier, wenn du. Das ist also wirklich. Ich kann das besorgen. So. Ja, ich habe die auch so. Auch schlimm. Ganz ernsthaft. Wussten Sie eigentlich, dass ich entdeckt wurde, indem ich auf dem katholischen Kirchentag nachmittags im Showteil Espressomaschinen imitiert habe? Kaum einer sagt, dieser Mann braucht eine Show. Ja, 55 Jahre. Und kennen Sie auch dieses charakteristische Geräusch im Restaurant? Das kann ich leider nicht so richtig. So dieses Klopfen von Metall auf Holz. Wenn kurz vor Schluss ist, weil die Maschine sauber gemacht wird. Ja? Kennen Sie? Und ich habe mich oft und oft und oft gefragt, in diese Holzlade, ja, in die die dieses Kaffeepulver reinschlagen, was machen sie mit dem Kaffeepulver? Und ich glaube einfach, wenn der letzte Gasse weg ist, wieder rein. Friese aufgebrüht. Für mich. Ja. Danke. Ich muss sagen, für mich ist so eine Espressomaschine wie ein Italiener. Oder? Elegant, heiß, übersprudelnd und immer Druck auf der Röhre. Das ist die Überleitung zum Thema. Denn das Nachrichtenmagazin Focus, sozusagen das Heft zur Sendung unserer Moderatorin Christiane Gerbot, hat am Montag die Frage gestellt, wie viel Sex braucht der Mensch? Und wir sind uns nicht sicher, ob Focus alles genau geprüft hat. Der Focus fragt in seiner neuesten Ausgabe, wie viel Sex braucht der Mensch? Ergebnis, der Homo sapiens pimpert durchschnittlich nur 1,5 Mal die Woche. Erschütternd. Selbst der gemeine Schlaffaffe hatte oft mehr auf der Pfeife. Nein, die schludrig gemachte Fokusstudie hat uns nicht überzeugt. Wir wollten es genau wissen und fragten deshalb Walter Henseler aus Niederkrüchten. Guten Tag. Herr Henseler, Sie sind 44 und seit 25 Jahren arbeitslos. Jo, bingo. Schön. Herr Henseler, zur Sache. Wie viel Sex braucht der Mensch? Ja, also ich brauche 30 Mal am Tag, ja. Sex pur, komm mal, was da wolle. Donnerwetter. Ja, sonst bin ich nur ein halber Mensch, ist doch klar. Aber hallo, das sind ja schon ganz andere Zahlen als im Focus. Ja, ich weiß auch nicht, wie die das da rechnen, wen die da fragen. Das ist mir unverständlich, wirklich. Sind Sie verheiratet, Herr Henseler? Nein. Haben Sie eine Freundin? Nein, definitiv nicht. Ja, und onanieren Sie so ausgiebig? Hören Sie mal, das habe ich nicht nötig, die Wichserei. Ja, und wie, also ich meine, mit... Alter, kommst du? Ja, Moment, Mama. Ich mach gerade ein Interview. Was machst du? Ein Interview. Ich warte hier, ich bin wieder so weit, Junge. Ja, Mama, es läuft uns nicht weg. Sekunde. Ach so. Genau. Fazit, Walter Henseler beweist, der Focus hat schlampig recherchiert. Da muss einiges nachgebessert werden. Diese Woche sind wir sehr, sehr, sehr stolz auf Bunte. Ja, fantastisch, denn Bunte, meine Damen und Herren, hat endlich mal einen Mann auf den Titel gebracht, der, und wir sagen das gerne, unendlich viel für den deutschen Schlager getan hat. Der mit Nicole ein bisschen Frieden einen der größten Erfolge überhaupt erzielt hat, den Grand Prix Eurovision de la Chanson gewonnen, bevor er als Teil der Spaßgesellschaft missbraucht wurde und verkommen ist. Ralf Siegel, Komponist. Unzählige Hits, Genghis Khan damals produziert, Musicals geschrieben. Ja. Und er ist diesmal auf dem Titel und zwar mit seiner Ehefrau, von der er, wenn wir das richtig wissen, getrennt lebt momentan. Und mit seiner aktuellen Freundin, die Dame, die er im Arm hat. Und es ist eine Fotomontage und Bunte hat natürlich selbstverständlich darauf hingewiesen, hier sehen Sie das, dass es sich um eine Fotomontage handelt. Nicht ganz so groß wie das Foto, aber... Foto
Montage. Und das Bezeichnende für mich für den Erfolg von Ralf Siegel ist auch die Art, wie er lebt. Mhm. Denn man kann nicht auf der einen Seite Schlager machen, Musik komponieren, im Grunde ein Jazzer sein, von der Klassik herkommen und privat dann nicht auch dementsprechend leben. Und es gibt ein Foto von Ralf Siegel zu Hause und seine Künstler begleiten ihn im Grunde auch im privaten Leben. Das hat man auch nicht oft. Wir leben anders und da gibt es unten irgendwo im Keller ein Fotoalbum. Schauen Sie, das ist Ralf Siegel noch mit seiner Ehefrau bei sich zu Hause. Hier Ralf Siegel am Klavier. Greift, glaube ich, gerade ein Fiss. Und hier hinten sehen Sie die Auszeichnungen. Unmittelbar in der Nähe. Bambi hat natürlich unzählige Auszeichnungen. Und die Frau, der am meisten zu verdanken hat, Nicole. Mit Gitarre. Und sie zeigt alle fünf Finger noch dran auf diesem Foto. Was ist das, Marlene Dietrich? Das ist so ein Marlene Dietrich. Im Grunde dieser Stil, diese kühle Eleganz. Der blaue Engel. Die beide irgendwo verbindet. Ja. Nicole und Marlene Dietrich. Und hier ist der Tisch gedeckt für Gäste. Und das ist, finde ich, eine schöne Geste. Schauen Sie, alles schon da für Suppe, für Nachtisch. Und die Gläser. Und dekoriert mit Platten der großen, großen Hits. Wer ist das? Bianca? Homburg? Tomburg, Schomburg. Bianca Schomburg. Ich lieb dich mehr. Ein paar CDs auf als Deko auf dem Tisch. Und im Teppichboden, und das scheint mir natürlich schon was ein bisschen anderes Stöffchen zu sein, als was bei mir an Auslegware ist, mit S, Siegel, im Teppichboden. Stühle. Das ist, glaube ich, Rokoko, oder? Ja, das ist so ein Pseudo-Paisley, ne? Wieso Pseudo? Ja, Paisley. Paisley, okay. Das ist echt. Die Stühle bei Ralf Siegel. Und das ist die Frau. Und schau dir den Kronleuchter an. Der kostet Geld. Das ist nicht billig. Hast du einen Kronleuchter? Ja, so vom Obi. So ja, gut, die Kinder wollten den Hamster haben. Obi, das ist doch gleich mal ein Zeichen für ein Quiz. Weißt du, woher der Name Obi kommt? Weiß ich nicht. Französisch Hobby. Obi. Obi? Ja, ist wirklich wahr. Ehrlich? Ich hab's gelesen neulich, der Chef von Obi, so ein Selfmade-Man, so ein absoluter, der das von null aus dem Boden gestampft hat. Und der hat das bei den Franzosen in Lizenz gekauft und es kommt ursprünglich von Obi in Frankreich. Obi, geh mal in der Obi-Markt. Frauke Ludowig hat einen neuen. Echt? Ja, hast du nicht gewusst? Also ich hab's jetzt auch in der Bunte gelesen, aber vorher, wusstest du das vorher? Ich hab's nicht gewusst, sie hatte immer sehr, sehr viel ihr Privatleben. Guck mal, das ist Stefanie. Mit dem Zirkusdirektor. Die wohnen jetzt im Wohnwagen. Bodyguards vor Jenny Elvers Krankenzimmer. Wo sind wir eigentlich gelandet, wenn Bodyguards bei einer jungen Mutter vor dem Krankenzimmer stehen müssen? Das ist unsere Spaßgesellschaft. Hier der neue von Frauke. Wir drücken die Daumen, dass es hält. Ja, in dieser Branche ist es. Kinder, klar, aber erst viel später. Aber Andrea Kiewel kriegt jetzt ein Kind. Andrea Kiewel kriegt ein Kind, richtig, Kiwi. Mhm. Die kriegt jetzt beim ZDF auch eine neue Abendshow, hat ihr Chef dort gesagt. Kiwi, ist sie im Verzeichnis aufgeführt? Im Inhaltsverzeichnis? Ja, oder auch hinten im Register. Die hat ja auch den neuen, also von dem hat sie ja das Kind. Ja, die ist doch geschieden, oder lebt die noch zusammen mit ihrem Mann? Nee, die sind jetzt geschieden, seit 2 Monaten.
Vor 2 Monaten geschieden. Mhm. Und jetzt ein Kind vom 9. Mhm. Kiewel Andrea. Mit IE. Mhm. Ah, der H. Kiewel. Kiewel Andrea, Kiewel Max. Also ist der Ex-Mann, glaube ich. Nein, das ist der Sohn. Sind zusammen auf einer Seite. 90. Nee, der Max ist der Sohn. Der Max ist der Sohn? Ja. Den kriegt sie doch erst, denke ich. Nein. Den hat sie aus erster Ehe, aber nicht die Ehe, die jetzt geschieden wurde. Ach so. Der Neue ist aber von Sat.1. Ja, genau. Wo sie ja jetzt beim ZDF ist. Mhm. Das ist Andrea Kiewel, in einem Kiwi. Und ihr Neuer, der Vater des neuen Babys, das demnächst geboren wird. Auch hier sagen wir, wir drücken die Daumen, dass es hält. Markus Schächter, 51. Das ist der Programmdirektor vom ZDF, den kennt man ja so auch nicht. Das ist praktisch der Boss, kann man sagen, auch von Gottschalk, ne? Ja, ja, ja. Also, wenn der was befiehlt, muss Gottschalk das machen. Zeig ihm mal größer. Ist ja nicht irgendwer. Der Macher. Ja. Unterhaltung ZDF. Der Boss von Tommy und Kiwi und sagt, das ZDF hat viel vor mit Kiwi. Sie wird auf jeden Fall ihre ganz wichtige Rolle beim ZDF behalten. Beim Fernsehgarten und in der Abendunterhaltung planen wir voll mit ihr. So, jetzt geht's weiter bei uns mit dem Werner Lorand Ausraster des Tages. Ein bisschen heute für diese Erde, auf der wir leben, sing mit mir. Es gibt ein Spiel. Ja, es gibt jetzt seit heute das Expertenquiz. Fantastisch. Und das gibt 10 Fragen zur Show. Hm? 10 Fragen zur Show. 10 Fragen zur Show und wird immer schwieriger. Ja. 4 Antwortmöglichkeiten. Ja. Also ein bisschen wie. Wie Wer wird Millionär? Ja, genau. Aber das können wir natürlich laut nicht sagen, weil es ist ja rechtlich eine ganz heikle Kiste. Ja, genau. Wir können ja nicht einfach ein Spiel kopieren, was im Grunde angelehnt ist an Wer wird Millionär. Ja, genau. Aber es ist und ganz auf unsere Homepage stehen. Es ist ein völlig anderes, denn Günther Jauch ist ja nicht dabei. Ja. Ja, ja, sonst wird das rechtlich eng. Ja. Und man hat 25 Sekunden Zeit pro Frage und nicht 30 Können Sekunden. Die User, sagt man User, ja, am Schluss was gewinnen? Ja, also wenn man das, die 10 Fragen geschafft hat, ja, kann man sich eintragen und unter denen da wird, nach einer Woche wird da ein Gewinner ausgelost. Gibt es eine Vespa zu gewinnen und ähnliche tolle Sachen. Eine Vespa? Toll, ne? Das ist aber eine tolle Sache. Und das geht 4 Wochen lang. Aha. Also, nee, ich glaube, die Vespa, die kriegt man erst, wenn man dann jeweils das mitmacht. Also es gibt nach einer Woche dann neue 10 Fragen, sonst wird es ja langweilig. Wer weiß denn genau, wie es geht? Was? mit mir ein kleines Lied. Wir spielen es jetzt mal. Ja. Können wir das mal aufrufen? Das können wir aufrufen, aber wenn ich das jetzt aufrufe, dann startet. Da geht's gleich los. Das heißt, ich muss erst eine Zuschauerin oder einen Zuschauer hier aus dem Publikum aussuchen. Und hier gibt's aber keine Vespa, sondern hier gibt's gleich 100 Mark pro. Genau. Ist das richtig? Von unserer charmanten Susanna ausgesucht. 100 Mark für eine Dame. Wer möchte spielen? Fragen zur Show? Meldet sich jemand? Hm. Da hinten. Wo? Ganz da hinten. Jawohl. Dieser Herr. Können Sie noch mal winken, bitte? Sie sind der? Philipp. Wer? Philipp. Mit Doppel-P am Schluss? Nee, 2L und 1P. 2L, 1P. Ja. Und Sie sind einer von denen, die immer im Regen noch ein Autogramm wollen und das stundenlang erklären, ja? 2L, 1P. Ja. Ja. Philipp. Wo kommen Sie her, Philipp?
Aus der Nähe von Bielefeld. Was machen Sie beruflich? Schüler. Schüler. Welche Klasse? 11. Das heißt, noch 2 Jahre bis zum Abi? Genau. Gehört die Dame im roten V-Ausschnitt Pulli zu Ihnen? Nein. Die gehört nebenan zu Angelo Branduardi, oder? Das ist Susanna und Philipp. So, Philipp, Sie sind bereit? Philipp, wo sind Sie? Hier, ja. Philipp, Sie sind bereit? Ja. Ja. Herr Andrak hat die Seite aufgerufen. Ja, also ich starte jetzt. Achtung, es geht los. Sie haben, glaube ich, 25 Sekunden. Pro Frage, genau. Die erste Frage. Welche Farbe hat der Bühnenboden im Studio? Ocker, Rot, Silber oder Grün? Rot. Probier's mal. Sehr richtig. Die nächste Frage. Die Zeit läuft schon für die nächste Frage. Um wie viel Uhr wird die Sendung aufgezeichnet? Abends um 18 Uhr, nachts live, morgens um 8 Uhr, wenn es soweit ist. Ich nehme A. Um 18 Uhr. Ist richtig. Sehr gut, Philipp. In welcher Stadt besuchte Harald Schmidt die Schauspielschule? Bochum, Berlin, Stuttgart, München. Es gibt auch 3 Joker. Brömme, Zerlett und andere. Dann würde ich gerne den Herrn Zerlett befragen. Herr Zerlett fragen? Herr Zerlett empfiehlt Bochum. Ja. Zeit ist abgelaufen. Tja. Okay, ich nehme Stuttgart, wenn es noch geht. Stuttgart ist richtig. Stuttgart ist richtig! Noch eine Farbe oder war es das? Heute Abend ein lieber Freund unserer Show, erster Moderator zum großen 30-jährigen Jubiläum der Sendung mit der Maus. Herzlich willkommen, Ralf Kaspers!
Ketterer. Vielen Dank. Das muss man sagen, ein sehr, sehr schicker Anzug. Ja, ich bin ein bisschen reifer geworden seit dem letzten Mal, wo wir uns gesehen haben, älter, erwachsener. Ja, also letztes Mal warst du von der Kleidung her doch sehr, wie soll ich mal sagen, studentisch oder also fast gymnasial. Polunder, wenn ich das richtig erinnere. Stimmt, ja. Oh, da fällt mir ein, beim letzten Mal ist mir was ganz Peinliches passiert, das hat aber keiner gemerkt. Wieso? Ich hatte beim letzten Mal genau das gleiche an wie beim vorletzten Mal. Ja, aber gut, da waren doch 3 Tage dazwischen, oder? Ja. Zwischen den Sendungen. Also es war ganz komisch, es lag wohl irgendwie so in meinem Waschzyklus, dass ich dann... Ist das wirklich ernst, oder zufälligerweise? Willst du mich verhohnepiepeln, um mal diesen in Vergessenheit zu geratenen, drohenden Ausdruck zu benutzen? Nee, sowas mache ich eigentlich normalerweise nicht. Was ist das für ein Material? Ach so, das ist ganz toll. Das ist Polyester. Das ist eine originalgetreue Nachbildung eines Anzugs, den ich zu meiner Hochzeit angezogen habe. Du hast geheiratet? Ich habe geheiratet. Wann? Am 23.12. Nein. Ja. Herzlichen Glückwunsch, letztes Jahr. Noch. Danke, genau. Am 23. Vielen Dank. Ja. Und jetzt möchtest du bestimmt wissen, wieso ich nicht den Originalanzug angezogen habe, hier zur Sendung. Ja. Ja. Also erstmal ziehe ich den Anzug natürlich an, weil es steht ja großartige Sachen stehen hier ins Haus. Jubiläen, die Maus wird 30. Die Maus wird 30. Und auch da sollte man eigentlich bei einem 30-Jährigen sich ordentlich anziehen, dachte ich mir. Ja. Vor allem bei Fernsehen, also ist ja so, bei Fernsehsendungen, das ist ja wie bei Hundejahren. Also so ein Hundejahr sind ja 7 Menschenjahre. Und ein Fernsehjahr sind 7 Hunde, Menschenjahre. Also ein Fernsehjahr sind 7. Extrem. Extrem. Ja, und jedenfalls, dieser Anzug ist eine Nachbildung, weil den echten, den konnte ich heute nicht mehr anziehen. Wieso? Das ist auch was sehr Intimes eigentlich. Wirklich? Also am liebsten würde ich sagen, das Haus der Geschichte wollte ihn haben. Aber das stimmt nicht ganz. Also es war so, das ist halt Duchesse Manuela nennt sich dieser Stoff. Wie? Duchesse Manuela. Duchesse? Duchesse Manuela. Duchesse als französisch die Herzogin? Die Herzogin Manuela. Manuela kennen wir alle, lateinisch-griechisch. Ja, von dem Namen Emanuel, lateinisch. Lateinisch. Ja, ich wohne jetzt in Köln und da kommt sowas durch. Ja, lateinisch. Man sagt, griechisch? Kirche? Kirche? Kirche. Wenn man Kirche meint, sagt man Kirche. Und wenn man Kirche meint, sagt man Kirche. Es ist etwas komplizierter hier in Köln, aber nichtsdestotrotz auch sehr schön. Jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Ich weiß es nicht. Frag doch was anderes. Ach so, genau. Duchesse Manuela. Duchesse Manuela. Duchesse Manuela. Duchesse Manuela. Wie gesagt, das hier. Feines Tuch, Polyester. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich erinnere mich, dass es damals, vor 30 Jahren oder so, war Polyester total hip. Hemden gab es da, die waren super. Das waren auch Zeiten, wo es keine Wäschetrockner gab. Ja, da konnte man das Hemd aus der Waschmaschine rausnehmen, es war trocken. Nailtest war das damals. Der große Nachteil war allerdings, dass die total gestunken haben. Wenn man einmal zu viel reingeschwitzt hat in Polyester, konnte man das Hemd einfach vergessen. Vor allen Dingen, man hat, wenn man doch gebügelt hat, den Schweiß reingebügelt. Ja, und genau das ist Und beim Reinbügeln roch das natürlich sehr, 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 sehr Und das sind unangenehme Gerüche. Also ich habe nichts gegen Schweiß. Ich finde es sogar auch ganz schön, zum Beispiel, wenn man Sport gemacht hat. Ja. Machst du Sport? Ja, hin und wieder. Welche Art von Sport? Ach, Na, ist ja egal, aber ich meine jetzt, schwitzt du? Bist du ein Typ, der gerne schwitzt? Ich schwitze gerne. Und was ich dann gerne mache, ist, ich schwitze und ich dusche mich nicht. Ich dusche mich dann extra nicht, weil ich dann oft nach dem Sport oder nach dem Schwitzen noch Fernsehen gucke. Ja. Und dann trocknet der Schweiß und das ist ganz toll. Dann spart man sich die Chips. Man kann einfach den Schweiß ablecken. Man nimmt gleichzeitig die Mineralstoffe, die man ausgeschwitzt hat, wieder auf. Und es ist einfach... Aber es ist wenn du eine Couch zum Beispiel hast mit Stoff bezogen, nicht mit Leder, dann ist die Gefahr, dass man den Schweiß reinreibt in diese Couch. Ja, und dann... Bist du ein Typ, der schwitzt oder auch schweißelt? Was ist denn der Unterschied? Ja, Schweißeln ist ja... Kennst du Schweißeln nicht? Nee. Der Schweißelt, ja, das ist so süddeutsch, also für jemand, der so ein... Im Grunde, der Schweißgeruch ein Teil der Biografie geworden ist. Also, er schweißelt so, im Sinn von Muffeln. Oder Fischeln. Ich versuche das zu vermeiden, das Fischeln und das Schweißeln. Weil nach Schweiß riechen turnt ja Frauen an. Oh, ja. Aber oh, dieses Schweißeln, das ist sozusagen... Das ist eher abtörn, also, du machst es manchmal in der U-Bahn oder so, wenn einer sich so festhält. Ich habe ja mal, ich weiß nicht, ob du es wusstest, bei Geh aufs Ganze, da habe ich sozusagen meine Fernsehkarriere gestartet. Ja. Das kennen vielleicht noch 1, 2 Leute. Und das war eine Redaktion von 4 Frauen. Ja. Und ich war der einzige Junge da. Ja. Ich war noch total... jungfräulich und hatte noch nicht so viel Ahnung. Ich habe damals Frauen so angemacht, ich habe die Brille ausgezogen und bin dann so
Oh, jetzt bist du scharf. Aber da habe ich dann die Feinheiten gelernt. Das macht mich übrigens auch geil, stelle ich gerade fest. Jedenfalls, was ich noch sagen wollte, mit dem Schweißeln. Also diese vier Frauen, ja, die haben tatsächlich, ich lüge nicht, die haben gemeinsam menstruiert. Und es ist tatsächlich so, dass ich kurz davor war, mir selbst Wunden zuzufügen, damit ich da mitmachen kann. Und ich habe auch eine wissenschaftliche Erklärung dafür. Ja. Letztens gelesen, und zwar, wenn Frauen menstruieren, das ist ganz eigenartig, die sondern ein Schweißhormon ab. Das produziert die Achselhöhle, das heißt, die schweißeln so ein bisschen. Das riecht man aber nicht. Aber Frauen, die dicht miteinander zusammen zu tun haben, so Freundin oder Mutter und Schwester oder ja, so, die nehmen diesen Duft unbewusst wahr und der Körper stellt es dann nacheinander, also die gleichen sich an sozusagen. Das heißt, dass irgendwann, wenn die wirklich so dicht sind und so eng befreundet sind, dann fangen die an, gemeinsam zu menstruieren. Im selben Zyklus sozusagen. Im selben Zyklus. Das wäre doch mal eine schöne Mausgeschichte. Ja. Oder? Eigentlich ja. So mausartig erklärt. Das ist die Uschi, das ist die Gabi. Ja? Die beiden haben was gemeinsam. Ja. Und das ist der Hund von Uschi. Und diese Frauen haben wirklich alle vier sich, waren die befreundet oder ist das, wo die Natur sich einfach ihr Recht nimmt? Die Natur nimmt ihre Rechte. Das macht ihr einfach. Da gibt es kein Vertan. Und interessant auch mit diesen Schweißhormonen, mit diesen Sexualhormonen, ist zum Beispiel auch, habe ich auch gelesen, auch Geruchshormone. Elefanten und Schmetterlinge, ich weiß, ob du es wusstest. Leider nicht. Die haben die gleichen Lockstoffe. Das heißt, so ein Elefantenweibchen, wenn das die Bullen anlockt, dann sondert das den gleichen Lockstoff aus wie ein Schmetterlingsweibchen. Das ist ja auch nicht ungefährlich. Das befruchtet werden will. Also ich glaube, dem Elefant ist egal, aber wenn plötzlich so ein Schmetterlingsweibchen wartet, dass der männliche Schmetterling kommt und dann kommt so ein richtig Dinger Brummer da. Ja. Ja, interessante Sachen. Woher weißt du sowas? Ich arbeite bei der Maus und... Ja, und da lernt man das alles. Da lernt man das. Also das ist das ideale Programm, wirklich, wenn man so ein bisschen klugscheißen möchte. Oder was heißt möchte? Es ist ja Natur. Ja, es hat ja nichts mit Klugscheißerei zu tun. Es könnte ja auch eine Frage bei Günter Jauch sein. Oder so. Ja, ja? Wer wird noch vom Sexuallockstoff eines Schmetterlings angelockt? Ah? Ich will es gar nicht wissen. Also, nachdem ich das mit dem Elefanten gehört habe, dachte ich... Du machst auch selber Mausgeschichten, in denen du Sachen erklärst, ja? Ja, mach ich auch. Was war deine letzte? Die letzte war, lass mich überlegen, ich glaube, wie man ein Pferd lenkt. Wie man ein Pferd lenkt? Ja, wie man ein Pferd lenkt. Das war tatsächlich eine Frage. Wie lenkt man ein Pferd? Und ich wusste es nicht, wie man das macht. Deshalb bin ich da ganz unvoreingenommen hin. Mhm. Und die Leute auf dem Reiterhof waren freundlich, so freundlich, dass sie mir den ältesten Gaul gegeben haben, der auch nicht dann durchgehen konnte. Und ich konnte mich dann aller Ruhe draufsetzen. Es war wie so ein Holzpferd eigentlich. Und der hat gemacht, was ich wollte. Das heißt, du musst wirklich damit Körpereinsatz das auch machen. Und ja, ist jetzt schwer vorzumachen ohne Pferd. Ja, man kann sich ja bei der Maus anschauen. Ralf, vielen Dank für den Besuch. Bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Tschüss. Ralf Kaspers, meine Damen und Herren. Und gleich Christiane Gerbold.